Der Winter ist für viele eine äußerst trostlose Jahreszeit. Das liegt einfach daran, dass wir relativ viel oder wenig Farbe haben, sehr viel Grau haben. Wenn wir Glück haben, haben wir ein bisschen Grün und ein bisschen Blau, was noch übrig geblieben ist von der entsprechenden Bewuchs und dergleichen. Aber das meiste ist abgestorben und sieht eher aus, ja, wie so ein Todeswald oder dergleichen. Wenn man Glück hat mit Schnee und so weiter, kriegt man eine gewisse Atmosphäre rein. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, ich lebe in einer Gegend, wie ich persönlich auch, wo sowas eben nicht üblich ist. Ne? Das heißt, ich muss gucken, was kann ich dort machen? Gut, will ich rausgehen und nicht innen arbeiten, da mache ich separate Videos zu, dann habe ich eigentlich nur eine wirklich gute Möglichkeit, um Farbe ins Bild zu kriegen. Und das heißt Farbe gleich Beleuchtung. Das heißt, ich mache Nachtaufnahmen. Ich schaue zu, dass ich eben die Beleuchtung, die ich in einer Stadt oder einer entsprechenden Umgebung habe, als Farbakzente mit ins Bild reinkriege. Und da gibt es eben zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, ich versuche ja noch so viel Licht wie möglich zu erhaschen, dass ich aus der Hand arbeiten kann. Aber das ist auch schon schwierig. Wenn ich so ein Smartphone betrachte, ich habe jetzt hier schon das dran gemacht, was ich euch empfehlen würde, nämlich einen Griff. Der arbeitet nämlich dann wie eine normale Kamera. Ich habe hier einen Auslöser, kann das entsprechend benutzen. Ich habe sogar die Möglichkeit, das Ding abzunehmen. Da komme ich gleich drauf und als Fernauslöser zu benutzen. So ein Teil ist Gold wert. Ja, das heißt, ich benutze so einen Griff grundsätzlich, nicht nur für Nachtaufnahmen, sondern grundsätzlich in der Natur, weil ich hier eine gewisse Stabilität habe. Und ohne die fühle ich mich nicht ganz wohl. Ja, also in der Hinsicht, die Vollformatkamera hat entsprechende Möglichkeiten. Und warum sollte ich mir das beim Smartphone eben nicht anschaffen? So, das heißt, ich kann Nachtaufnahmen machen. Und Nachtaufnahmen ist natürlich so zweischneidig. Ne? Nachtaufnahmen, weiß jeder, ist dunkel. Und wenn es dunkel ist, heißt das, ich habe normalerweise lange Belichtungszeiten. So, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Wie gesagt, ich gehe in einen Bereich rein, wo sehr viel Licht ist. Ne? Also jetzt durch entsprechende Reklamen, durch entsprechende ja, Fassaden, also jetzt hier von Geschäften und so weiter, die beleuchtet sind. Also man hat dort mehr Licht, als man normalerweise glaubt. Ich zeige euch gerade mal eine Aufnahme, die eben in so einem Umfeld entstanden ist. Die reine Basis war im Prinzip die Beleuchtung, die in der Umgebung entsprechend existierte. Das ist überhaupt kein Problem. Nur ihr müsst dort eine ruhige Hand haben, weil ihr seid trotzdem immer noch in einem entsprechenden Bereich von längeren entsprechend Belichtungszeiten und deswegen ist so ein Griff hier entsprechend Gold wert. Das ist die eine Möglichkeit, Nachtaufnahmen zu machen, ne? Durch die Stadt zu gehen und entsprechend zu schauen, dass ich Bereiche finde, wo trotz der Dunkelheit noch sehr viel Licht ist und wenn möglich auch noch, ich sag mal in Anführungsstrichen, buntes Licht ist. Andere Möglichkeit ist, das könnt ihr wahrscheinlich durch viele Aufnahmen, die ihr schon gesehen habt, das ist eben Szenarien, Cityscapes und so weiter zu machen, Panoramen zu machen von Städten und dergleichen oder auch von entsprechenden Industrieanlagen und so weiter und so fort. Das funktioniert auch sehr gut, nur schafft ihr das nicht mehr aus der Hand. Na, das muss man ganz klar sagen. Dabei müsst ihr im Prinzip ein weiteres Teil benutzen. Sorry. Und zwar ist das ein Stativ. Das ist jetzt noch ein recht massives Preisestativ, was ich hier habe. Das hat auch ein gewisses Gewicht. Da gibt es auch noch leichtere Ausführungen. Der Vorteil vom Smartphone gegenüber einer richtigen Kamera, richtig in Anführungsstrichen, denn das sind schon richtige Kameras mittlerweile, sie sind sehr leicht. Also ihr braucht jetzt kein extrem schweres Stativ für ein Smartphone. Ein leichtes Stativ reicht. Es sollte trotzdem entsprechend stabil sein. Das heißt also, wenn ein Luftzug kommt, sollte das Ding nicht anfangen zu vibrieren und sich entsprechend zu bewegen. Denn das ist einer der Punkte, warum Nachtaufnahmen, ja, ich sag mal, in die Hose gehen können. Das erste ist also eben Bewegung durch Luft entsprechend des ja, Wind und dergleichen. Zweite ist Erschütterung. Ne? Erschütterung im Sinne, dass ihr vielleicht auf einer Brücke steht, ein LKW fährt vorbei
und das Ding fängt an zu vibrieren. Das merkt ihr selbst weniger. Die Kamera sagt euch aber später in der Aufnahme, was passiert ist. Also auf solche Dinge müsst ihr achten. Und das Dritte, worauf ihr achten müsst, ist der Untergrund. Auch das wird oftmals unterschätzt. Wenn ihr mit einem Stativ wie diesem jetzt hier, ich sag mal, an die Rheinwiesen geht, bei uns jetzt hier, und eine entsprechende Aufnahme macht, der Untergrund ist ja Rasen oder Matsch oder wie man es bezeichnen möchte, je nach Jahreszeit und Witterung. Und der gibt nach. Das heißt, auch wenn ihr den Eindruck habt, dass das Ganze stabil steht, es kann sein, dass der wirklich ganz sanft sozusagen nachgibt und euch bei Aufnahmen von 5, 10, 15 Sekunden entsprechend das Ganze versaut. Das seht ihr aber leider erst am Ergebnis, ne? Nicht vorher. Weil das sind alles Sachen, die relativ unsichtbar sind für unser normales Auge, die sich aber durchaus bemerkbar machen. Wenn man sowas macht, muss man natürlich auch etwas hier machen mit der Kamera, sprich mit dem Smartphone. Man muss die App oder die App, die man benutzt, entsprechend umstellen auf manuellen Modus. Manchmal auch Pro-Modus, ne, für Professional, entsprechend bezeichnet. Was damit eigentlich gemeint ist, dass ihr die Automatiken der Kamera übersteuert. Dass ihr sagt, wie lange zum Beispiel eine Belichtung sein soll und welche ISO ihr benutzen wollt, also Verstärkungsfaktor würde ich das mal nennen und so weiter. Wenn ihr vom Stativ arbeitet, dann könnt ihr natürlich dort auch die niedrigste ISO einstellen, damit die beste Qualität auch aus diesem Teil rausholen. Und die ist dann durchaus vergleichbar mit einer normalen Kamera. Und dann eben entsprechend lange belichten. Ne, wie gesagt, mit den gewissen Haken auf dem Stativ, die ich eben beschrieben habe. Und die lange Belichtung, dafür ist natürlich jetzt wieder dieser kleine Fernauslöser hier natürlich interessant. Das Ding hat nämlich auch einen Anschluss für Stativ. Dann schraube ich das aufs Stativ, kippe das um. Warum ich das umkippe, erkläre ich euch gleich. Und mache dann hiermit die Aufnahmen. Das heißt, auch ich habe keinen Einfluss in Richtung Verwacklung, weil ich das Ding anfasse. So, da habe ich jetzt eine Aufnahme gemacht. Dann werdet ihr sagen, okay, ich hatte gerade eben so gezeigt. Ne? Da ist ja nicht viel. Ne? Ja, ist klar. Also ich komme in gewissen Bereichen um etwas nicht rum, was man Stitching nennt. Das heißt, wenn ich jetzt so machen würde, wie das viele machen, dann mache ich ein Panorama, dann habe ich im Prinzip sehr schmal und sehr lang. Sieht in den meisten Fällen nicht besonders gut aus. Ich habe das schon gemacht, ich habe es eingangs gezeigt, weil es nicht anders ging, aber auch da habe ich so gearbeitet und nicht so gearbeitet. Da war eben das Problem, dieses Panorama ist riesig. Ich weiß nicht, wie viele Tausende von Pixeln. Ich glaube, das sind so 120.000 Pixel oder was auch immer in einer Kante, die dort entsprechend gemacht wurden. Aber sowas könnt ihr hiermit auch machen. Also da sind keine Grenzen. Warum? Weil ihr macht einzelne Aufnahmen, die überlappend sind im Hochformat. Und in der Bildbearbeitung später fasst ihr das Ganze zusammen. Dafür gibt es entsprechende Programme. Affinity Photo kann das hier logischerweise. Die Adobe Produkte können das. Es gibt Microsoft Eyes, das ist ein Spezialprogramm von Microsoft für sowas. Also ist überhaupt kein Problem, entsprechend das wieder zusammenzufassen. Ich werde dazu natürlich auch wieder mal ein separates Video machen. Aber ihr findet auch mit Sicherheit das eine oder andere schon jetzt auf YouTube logischerweise. Also, macht Langzeitbewichtungen auf dem Stativ. Am besten dieses Format, damit ihr auch, wenn ihr zusammenstitcht, ein schön großes Bild bekommt. Weil wenn ihr das macht, wie gesagt, kriegt ihr nur einen schmalen Streifen und der sieht meistens nicht so besonders aus. Und dann habt ihr auch mit einem Smartphone die Möglichkeit zu arbeiten wie mit einer normalen Kamera. Da hält euch nichts von ab. Ich habe schon gemacht und ich stelle mittlerweile auch fest, obwohl da mich ja gerade eine Vollformatkamera aufnimmt, dass ich mittlerweile mehr mit dem Ding hier unterwegs bin. Also die Kamera, sprich Smartphone habe ich immer dabei. Das Einzige, was ich noch in die Tasche stecken muss, ist der Griff, den man logischerweise abnehmen kann. Und der ist 30 Gramm, also so gut wie gar nichts. Und das steckt mir eben einfach in die Tasche und nimmt mit. Also, Smartphone, kommende Kamera. So,
ich hoffe, das hat euch etwas gebracht und ich würde mich natürlich auch mal um eine gewisse Reaktion freuen. Ne? Also bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.